Kannst du bitte lauter sprechen? Ich staubsauge jetzt. Ja klar, Lutz. Ich kann für dich ein bisschen schreien. Dann hörst du mich. Irgendjemand Klöße möchte da draußen. Da kommt noch jemand und denkt, Klöße. So. Klöße, das will ich heute. Ich gebe mir doch keine Blöße. Ich will Klöße. Wobei so ein Dude, der mir einen Turm aus Scheiße bastelt, wäre halt auch mal was Neues, ne? Vor allem hier ist dann auch bald Ende. Oh. Man kann rauszoomen. Red schon, sonst verfütter ich dich an einen Bären. Lass mal ein paar Kinder einschüchtern, das kann ich gut. Oh mein Gott! Alter, die ziehen mich aus, diese Rotzlöffel! Nice try. Stachelschwein, Stachelschwein, ich bin ein kleines Stachelschwein. Ihr könnt gerne eine kleine Sprühflasche euch vorbereiten und könnt, während ihr euch knutscht mit der Sprühflasche, einfach in den Scheinwerfer noch einen Regenbogen projizieren. Ja. Also, großartige Idee. Stell ich mir das richtig vor. Da stehen jetzt zwei Piratinnen auf der Spitze eines Schiffs, das auf eine Militärbasis liegt, knutschen und beide haben eine Sprühflasche in der Hand. Ja, ist alles nicht so ganz, wie man sich das vorstellt, ne? Mal ist man der Hund, Leute. Und mal sind die anderen die Jäger. Richtig. Und irgendwas mit Baum auch noch. Die Reihenfolge ist anders. Die Reihenfolge ist von meinem Sohn auf seinen Sohn, Sohn, Sohn. Und wenn der letzte Sohn tot ist, älteste Tochter, 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 Tochter. Und wenn die letzte Tochter tot ist, nächster Bruder. Also quasi wupp, 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 schupp, wupp, wupp, wupp. Wupp, 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 wupp. Und wenn alle da tot sind, dann wieder rauf zu der Töchter. By the way, ist hier noch ein Kind zur Welt gekommen, Beatrice. Mann, ich bin einfach keine Arztgeherin. So, wenn irgendwas Ernsthaftes nicht funktioniert, gehe ich zum Arzt. Aber solange ich noch lebe, gibt's ja keinen Grund für einen Arzt. Ich habe das Gefühl, ich habe auch so die richtigen Aussetzer heute. Auf dem Ding, meinst du? Nein, in meinem Kopf. Ach so. Ja, aber kannst du auch andere Bewerberinnen kochen? Ist das dann vegan? Ja, nein, doch. Oh. Warum hast du mich gerade umgeklatscht? Du hast mich literally gerade getötet. Ich dachte, du bist runtergefallen. Ja, mein anderer Charakter. Ach ja, da war was. Vielleicht sind wir ja schon seit 13 Stunden online. Aber ich habe mich geheilt. Ja, ja. Ich ertrage so Liebesfilme nur ganz, ganz schwer. Und ich habe das Gefühl, oh Gott, ich kann das nicht sagen. Ich habe das Gefühl, bei Titanic sterben ausreichend Menschen, damit ich die Romantik und den Liebesfilm in dem Verhältnis ertrage. Also das Verhältnis von Romantik zu Toten in dem Film gibt mir die Möglichkeit, es zu genießen. Oh, er hat ein kleines Arschloch. Oh, guck mal. Er hat ein kleines Arschloch. Mein Charakter war lovable. Traut man sich, meinen Charakter zu küssen? Hat man danach Angst, dass man keinen Kopf mehr hat? Ich frag nur. Du hast doch gesagt, du musst uns was Schönes erzählen. Okay, ich erzähl dir was Schönes. Wir können jetzt durchs Fenster klettern. Ah! Gar nicht schön. Fortfahren. Aha. Nein, was war das denn? Hey, was war das denn? Mein Spiel treut mich. Wisst ihr, wer, wenn wir gerade drüber reden, wer für mich auch, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Und das ist ja auch eindeutig, also meine CPU war zu Hause auch nicht meine RAM. Es war ganz eindeutig die CDU, die Probleme gemacht hat. Und es wundert mich sehr. Und da habe ich CDU gesagt, die CPU, die ein Stückchen weiter hochgegangen ist. So. Ja, typisch CDU macht immer Probleme. Friedrich Merz halt, ne? Niemand möchte so einen Merz in seinem Fernseher haben, in seinem PC. Auch nicht im Fernseher. Ja. Ich spiele einen Wald. Erstmal spiele ich einen Wald. Einen Wald. Einen Wald, den spiele ich.
Wald, Wald, Wald. Du bisschen aus, als wäre er aus Dark Souls entflohen. Ja, so ein bisschen, ne? Dark Souls, Was? Dark Souls, Er kommt übrigens durch die Mitte, glaube ich. Ja, er läuft mir anstrengend. Dark Souls. Du kannst auch eben heilen. Und auf mit jedem TikTok-Clip stirbt irgendwo ein Schnitzel auf dieser Welt. Kann ich das in die Thermoskanne drücken? Ich will das ganz schnell in die Thermoskanne drücken. Gut, du drückst das Ding in die Thermoskanne. Ich weiß nicht, was wir, wo wir das hinlegen. Moment, lass mal hier. Das ist aber noch nicht der Chip. Das Metall blitzt irgendwo noch unten drunter. Ach Gott, da ist noch mehr drin. Du ziehst die hin und her wibbelnden kleinen Viecher daraus. Oh, das fühlt sich so widerlich an. Warum sind die Industrielle mir gegenüber mittlerweile loyaler als die Großgrundbesitzer? Vielleicht, weil deine Politik so unterdrückerisch ist, dass selbst die Großgrundbesitzer sagen, ey, mach mal ein bisschen langsam, während die Industriellen sagen, die mögen mich auch auf plus 10. Ja, aber die anderen ja noch mehr offensichtlich. Ja, aber das ist irgendwie hochgeschnellt. Die finden halt die Kinderarbeit geil, die ich habe, und die koloniale Ausbeutung. Ja, es sind ja auch zwei absolut vorzügliche, politische, einwandfreie Sachen hier. Weiß gar nicht, was du hast. Entschuldigung. Entschuldigung, Moment, die Regie muss hier reinkommen. Du hast kein Paket geschickt, sondern nur... Die Regie, ja. Es tut... Ich bin gar nicht rausgekommen, ich bin zu klein. Oh mein Gott, ich will's knuddeln. Wohin führt uns diese... Okay, das ist nur ein 10-Ding. Das schaffen wir. Wenn mein Kind 600 Kilo hätte, würde ich auf ihm in die Schule reiten. 600 Kilo Kind haben wir schon mal besprochen heute. Ja, es müsste einfach so ein kleines Hike-Kind sein. Ich meine, wo ist denn der Unterschied, ob ich das Kind auf den Schultern trage oder ob das Kind mich auf seinen Schultern trägt? Na, das Gewicht ist offensichtlich das Problem. Mhm. Und wenn das Kind 600 Kilo wiegt und so ein kleiner The Rock Johnson ist, dann trage ich doch das Kind nicht auf den Schultern, dann trägt mich das Kind auf den Schultern. Hätte ich als Jugendamt dann mal einmal kurz den Einwand, ob das Kind vielleicht von Ihnen Steroide bezieht? Also da würde ich mir honestly Sorgen machen drüber. Geben Sie Ihrem Kind Steroide. Das ist ganz natürlich. Das ist auf die Welt gekommen. Ich schwöre. Dann habe ich nämlich tatsächlich den längsten. Ja, das da oben wird unser Final Countdown. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Okay, ich muss echt aufhören, das klingt ganz furchtbar. Ich finde das Universum so spannend, weil man irgendwie gefühlt in der Schule lernt man, okay, es gibt Planeten, es gibt Sonnen, es gibt schwarze Löcher und es gibt Sterne. Und die Milchstraße ist sowas, also eine flüssige Ansammlung von Gasen, in denen Sterne stecken und wir. So, das ist so der Vibe, den ich aus der Schule mitgebracht habe, ne, offensichtlich ist das falsch, aber das ist so das, was ich aus der Schule gelernt habe, wenn es um Sterne geht. Und dann gibt es plötzlich Fasane im Bett. Das ist krass, die brechen echt nicht. Also die kämpfen bis auf ihr bitteres Ende. Ist schon beeindruckend. Die sind immer noch nicht gebrochen. Also die musst du echt töten, sonst sterben die nicht. Das ist krass. Da, 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 die sind rechts aus dem Haus? Ja. Da, ich muss Pia weg. Okay, dann geh ich Pia abhängen. Möglichst weit weg. Ich zieh da, wo du ihn gehangen hast, einfach. Ja, wobei da unser Gym ist schon machen wollen, ne? Ja. Das ist eher andere Richtung. Aber ich hab halt auch nichts zum Evaden hier. Das ist doch richtig scheiße. Zombies ja auch noch. Das trifft leider auch jetzt nicht so schlecht. Hier ist noch ein Gen, ein bisschen an der Killehöhle gemacht. Also der wäre auch possible, wenn du da hinten bleibst.
Dankeschön. Olli, was ist los? Scheiße! Hast du das gesehen? Guck mal, wo das Schiff ist! Ist aber alles weg! Ich hab gesagt, wir sollen umblenden! Meine Mutter wird mich sowas und sowas richtig rausgekommen! Wir sind am Arsch! Wir sind am Arsch! Was ist passiert? Statistisch gesehen überlebt man nicht, wenn man von der Insel mit einem Schiff kommt und das Schiff nicht mehr da ist! Ey, Scheiße, wo ist denn das Schiff? Wo ist das Schiff? Wo ist das Schiff? Da kaputt! Der ist einfach weggefahren, Mann. Der ist nicht weggefahren, da sind Zähne gekommen und haben das rausge... Wisst ihr, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Gebiss durch Eisen beißt? Oh Gott, schlecht. Ich bin nur noch eine Tasse. Gar nicht schlecht. Ich hab auch notfalls, Ich bin an der rechten Seite in ein Erdloch gefallen. Meine Inspiration war The Ring. Die ist auch blass. Das ist einfach nur cursed. Ja. Also, ich glaube, Sisu, du hattest auf mich gewettet. Tut mir leid. Ich gebe ab. Es hat richtig gut angefangen. Und dann kam die zweite Augenbraue. El Cid, absoluter Traummann, und Giga-Chat ist halt wirklich so. Ich habe den ultimativen Giga-Chat geheiratet. Kann ich eine Affäre anfangen? Er sieht wirklich aus wie ein kleiner Olaf Scholz. Wow, Pia. Wow. Oh Gott, mein Erbe ist ein Mini-Olaf Scholz. Jetzt ist er 8. Ja, das passt ja auch, denn komm, auch dein Name ist ja Scholz. Ich schenk dir einen Pony, dann bist du zufrieden. Ich finde das alles absolut legitim. Er ist gerade gewachsen. Jessica, wer bist du? Sag das doch nicht, das kommt also... Was denn? Wie kommt gleich, wenn du das noch... Dreimal Jessica und dann haben wir eine Jessica im Raum. Huh, ist da was? Oh mein Gott, da ist wirklich jemand. Hallo? Hallo, warten Sie auf mich? Hallo? Bist du Jessica? Ich will nicht, dass irgendjemand aus einem Schrank, aus einem dunklen Schrank ist. Ah! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, ich habe Jessica gefunden! Jessica ist da! Dann sein Sohn wäre... Das heißt, wir müssten 4 Kinder töten. Das ist machbar. Fangen wir mit dem an. Wieso verschwenden wir denn unsere Zeit mit diesem Plausch? Folgen Sie mir. Ich denke, ich habe Ihre Werte hier irgendwo. Das ist eindeutig Maurice Weber. Also, I'm sorry. Aber das ist eindeutig Maurice Weber. Dieser Charakter schreit Maurice Weber. Du hast meine Pflanze umgeworfen. Wie ist das eigentlich, wenn ein Hund eine Pflanze tötet? Irgendwie muss ich einmal zu viel auf STRG-Z gekommen sein. Oder... Du meinst STRG-V? Nee, ich hab's kopiert. Ja, ich hab's kopiert, hab's dann geändert. Dann hab's STRG-Z wieder zurückgeändert. Ja, super. Und dementsprechend sind die Maße von dem Raum statt ungefähr 4 Meter oder 5 Meter und 2 Meter sind wir jetzt ungefähr bei 5 Meter und 5 Meter. Also, um das einmal nochmal zu zeigen, laut Tarek ist dieser Raum quadratisch. Ja, man sieht es. Es ist ein quadratischer Raum. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Matteo. Ich wusste nicht, dass Bonjour Matteo in einem anderen Spiel ein angesäuertes Pferd mit Joghurt im Gesicht ist. Frisur passt. Yo! Frisur passt wirklich. Ach, süß. Ich könnte mir Matteo richtig gut vorstellen als angesäuertes Pferd in so einem Spiel. Also deine CK3-Streams sind schon family-friendly, wenn du mich fragst. Du meinst, weil ich mit meinen eigenen Kindern Sex habe? In diesem Spiel?